Emma, nein, das können wir nicht machen. Ich meine, okay, Hannah ist nicht meine beste Freundin. Sie ist halt meine große Schwester. Da kann ich sie halt einfach nicht so gern haben. Aber das können wir jetzt wirklich nicht machen. Das hat sogar sie nicht verdient. Ganz genau. Wir fliegen nicht nach Play Mallorca ohne Hannah. Ich meine, wenn wir nochmal Ferienhaus machen, dann nur als ganze Familie Vogel, nicht wenn einer fehlt. Kinder, ist das jetzt wirklich euer Ernst? Ich meine, ihr habt immer noch nicht eure Sachen gepackt. Ich meine, wo sind denn eure Taschen? Also Mama, wir werden nicht wegfahren. Ich finde das echt total gemein, dass wir das machen, wenn Hannah nicht da ist. Ja, ich meine, du weißt, ich bin kein Fan von Hannah. Also ich bin immer ein Fan davon, wenn sie weg ist. Aber dass wir jetzt einfach wegfahren ohne sie, das finde ich, hat sogar sie nicht verdient. Oh, Martin, kannst du bitte mit den beiden Kleinen reden? Ich meine, ich rede gegen eine Wand. Ich komme nicht weiter. Oh, die sollen doch einfach nur ihre Taschen packen. Mehr nicht. Ich habe doch schon hier die Koffer gepackt. Wir sind bereit. Wir können jetzt langsam los. Nein, 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 das auf machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Machen wir nicht. Auch wenn ich sogar ein bisschen mehr Taschengeld bekomme, okay, es muss schon viel sein. Dann kann ich darüber reden. Nope. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir werden nicht ohne Hannah in den Urlaub fahren. In den Urlaub fahren? Wir hatten davon gesprochen. Wir machen nur einen Ausflug über Nacht. Also eine Nacht sind wir nicht da und dann sind wir wieder zurück. Julian hat gesagt, das nächste Ferienchaos startet, also dass wir lange weg sind. Ja, das wollte ich auch ganz gerne, aber geplant ist das in den Sommerferien noch nicht. Aber vielleicht ergibt sich ja was spontan. Nein, wir sind jetzt nur für einen Tag auf einem Bauernhof, mehr nicht? Genau, meine Freundin vom Kochclub, die hat uns eingeladen. Die lebt auf einem Bauernhof und die haben da sogar Pferde und Hühner. Das hat sie doch schon mal erzählt, oder? Ach so, wir fliegen gar nicht nach Play Mallorca. Okay, dann habe ich wohl Play Mallorca gehört anstatt Bauernhof. Sorry. Nein, nach Play Mallorca geht's nicht. Wir fahren auf den Bauernhof. Da könnt ihr dann die Tiere streicheln und versorgen, füttern, all sowas. Oh, Mama, das ist ja super cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen Tiere. Und danke, Julian, du hast nur für Verwirrung gesorgt. Ja, tut mir leid, ich habe halt Bauernhof gehört und habe an Play Mallorca gedacht, warum auch immer. Ja gut, dann startet halt kein Ferienchaos, ist auch in Ordnung. Na gut, dann haben wir das jetzt auch endlich geklärt. Also Sachen packen und dann los, wir sind schon ganz schön spät dran. Alles klar, mache ich. Also ich brauche eigentlich nur mein Tablet, mehr nicht. junger Mann, das kommt gar nicht in Frage. Wir sind auf dem Bauernhof, schön in der Natur, im Playmobil Country. Da wird nicht mit dem Tablet oder so gespielt. Das bleibt zu Hause, sage ich dir. Und ich nehme nur meine Puppe mit, also mehr brauche ich nicht, ne? Nur das hier. Emma, wie wär's denn ohne Puppe? Ich meine, da sind so viele Sachen, die du da machen kannst. Allein schon die ganzen Tiere. Da brauchst du doch nicht extra Spielsachen, oder? Na gut, da hast du mal recht, Papa. Dann nehme ich halt gar nichts mit. Ich brauche nichts anderes. Die Badehose habe ich drunter. Damit kann ich sonst auch im schlimmsten Fall auch schlafen. Ja gut, okay. Dann können wir, glaube ich, los, Claudia. Okay, na gut, ihr überzeugt, aber ein bisschen traurig bin ich ja schon. Schließlich soll sie alles miterleben, so wie ich. Okay, wenn wir das geklärt haben, dann können wir doch jetzt mal langsam losfahren, hä? Alles ins Auto. Okay, ich habe jetzt alles gepackt. Na gut, ich habe auch eine zweite Unterhose mitgenommen. Wer weiß, was passiert. Ist ja in Ordnung. Können wir jetzt mal langsam los? Na gut, dann geht's jetzt los. Dann kann sich das Haus auch mal erholen von uns. Ich meine, wir sind hier ständig. Das kann ruhig mal hier alleine bleiben. Ja, das finde ich auch. Endlich sind wir mal ein bisschen unterwegs und das auch mal über Nacht. Okay, Leute, es geht los. Alle ins Auto. Die gehen doch gerade die Tür raus, oder? Ich meine, sind die jetzt wirklich weg? Bist du dir sicher? Tessa, ja. Julian hat noch letztens damit angegeben, dass sie jetzt wieder in die Ferien nach Play Mallorca fliegen. Und da werden sie definitiv ein paar Tage sein. Deswegen können wir uns hier Zeit lassen. Ach, Kinder, ist das schlimm. Wir sind wieder pleite. Ach, super Geschäftsidee, Nils, ne? Das ist ja voll nach hinten losgegangen. Jetzt müssen wir uns hier schon Sachen zusammenklauen. Oh nein, ich nenne das Ausleihen. Ja, auch wenn wir jetzt kurz was klauen, aber ich nenne das nur Ausleihen. Na, und das mit der Geschäftsidee kann ja keiner wissen. Wir sind sowas von tief gesunken. Ich meine, Mutter, die muss jetzt schon arbeiten gehen und Isabelle hat sie jetzt einfach mitgenommen. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Wir müssen für unser Geld arbeiten. Und dabei konnten wir uns noch nicht mal die Gucci-Bollerwagen holen. Ich meine, das sind jetzt irgendwelche Gebrauchten von unseren Nachbarn. Guckt sie euch mal an, wie schäbig. Tessa, es reicht. Wir haben es verstanden. Dein Bruder hat einen Fehler gemacht und wir sind jetzt natürlich verschuldet bis zum Gehtnichtmehr. Aber wir brauchen jetzt ein paar Sachen, um unseren Lifestyle leben zu können. Ja, ist ja gut. Das ist alles nur Nils Schuld. Und ich muss mir jetzt was von meiner Cousine Hannah Vogel borgen. Das ist furchtbar. Tessa, reg dich doch nicht auf. Ich habe schon die nächste Geschäftsidee im Kopf. Hat auch was mit dieser Aktion hier zu tun. Deine weiteren Geschäftsideen kannst du schön für dich behalten. Ich muss jetzt auf 20.000 Euro Taschengeld verzichten. Weißt du, wie furchtbar das ist? Ja, und nicht auf 35.000. Na und? So ist das halt manchmal. Kinder, hört bitte auf zu streiten. Ich weiß, Familie Vogel hat nicht die besten Sachen, aber ich habe schon eine Kaffeemaschine gesehen und auch einen schönen Fernseher. Können wir uns doch jetzt mal ausleihen, ne? Wir leihen aus, Nils. Naja, ich wäre dafür, dass die Sachen danach bei uns bleiben. Aber wir starten jetzt. Ich kümmere mich um die Kaffeemaschine. Eieiei, ist das etwa nur eine Nespresso-Maschine? Naja, egal. Eine vollautomatische wäre natürlich besser gewesen, aber naja, geht ja jetzt nicht anders. Ich werde schon mal nach oben gehen, mal sehen, was Hannah so hat in ihrem Zimmer, aber ich befürchte nichts Gutes. Ja, mach das lieber. Und ich guck mal bei Julian. Ich glaube, der hat bestimmt sein Tablet... Oder wird er es mitgenommen haben? Ach, das sollte ich lieber prüfen. Naja gut, und ich schau mal oben im Schlafzimmer. Deine Mutter braucht wohl unbedingt noch Make-up.
Oh, was kann ich mir hier denn bitte schön mitnehmen? Die Sachen sind einfach total aus der Mode. Ist das hier etwa ein iPhone 5? Oh Gott, das ist ja von, keine Ahnung, 1000 Jahren oder so. Oh, das geht jetzt wohl nicht anders. Ich muss das mitnehmen. Schließlich muss ich ja bei WhatsApp und so und Instagram einfach Fake-Urlaubsbilder weiter posten. Und dazu bräuchte ich eigentlich noch eine Kamera, aber die ist ja auch einfach total veraltet. Naja, wird schon irgendwie gehen. Ich lach das dann irgendwie hoch. Ich komme mir vor wie in der Steinzeit. Oh Mann, ich bin echt wirklich tief gesunken. Ob ich Pia wohl auch mitnehmen sollte? Ich meine, sie macht sich wahrscheinlich auch ganz gut auf Fotos und ein bisschen Gesellschaft könnte ich schon gebrauchen. Okay, Papa, ich habe ein paar Sachen gefunden. Julian hat anscheinend sein Tablet nicht mitgenommen und auch sein Skateboard nicht. Komisch, aber egal, dann bleibt das halt bei uns. Ich werde das Kaninchen doch hier lassen. Ich habe keine Lust, so einen Stall auszumisten. Naja, die Sachen, die müssen jetzt erstmal reichen. Aber Nils, also so ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich ja schon. Ich meine, Familie Vogel kann ich nicht unbedingt leiden, aber dass wir die jetzt beklauen... Oh Mann, Leute, entspannt euch. Na gut, okay, okay, wenn sie dann wieder zurückkommen, können wir ja vorher in die Luxusvilla kommen und alle Sachen wiederbringen. Ja, ich denke, das sollten wir machen. Das sollten wir machen, Nils. Aber ich brauche noch ein paar Klamotten. Oh mein Gott, sind das etwa Martins Klamotten? Oh, naja, egal, geht ja nicht anders. Ich kann nicht jeden Tag mit den gleichen Klamotten rumlaufen. Na gut, also für mich reicht das schon mal. Wir sollten langsam los. Ich meine, wir sollen uns ja auch nicht hier ewig aufhalten. Wir haben noch gar keinen Fernseher und so mitgenommen. Also ich gehe mal kurz ins Wohnzimmer und guck, was es da noch so gibt. Oh, sehr gut. 50 Zoll. Genau perfekt für mein Zimmer. Den nehme ich jetzt erstmal mit. Ach, hallo Nils. Voll toll, dass ihr hier seid, dass ihr das Haus aufräumt, während wir weg sind. Richtig cool. Oh mein Gott, was macht die denn hier? Ich dachte, die wären im Urlaub am Flughafen. Ja, genau, so sieht's aus. Wir sind halt nicht nur Familie Schnösel, sondern auch Familie Sauber und Familie Nett. Also so hätte ich die ja wirklich nicht eingeschätzt, aber ich find's richtig cool von denen. Ich meine, die können ja auch mal was zurückgeben. Wir haben auch viel für die getan. Oh, hallo Onkel Mike. Wow, was für ein cooler Bollerwagen. Gehört der euch? Und sind da eure Putzmittel drin? Emma? Emma, du bist doch... Seid ihr nicht im Urlaub? Ja, natürlich. Putzmittel. Ja, ich wollte gerade Julians Skateboard sauber machen. Oh ja, da wird Julian sich total freuen. Das ist echt ganz schön dreckig. Die Rollen könnten auch mal wieder geölt werden. Was könnte ich denn nur hier mitnehmen? Ich meine, das ist alles für Babys. Also so Spielzeug für Kinder. Hallo Tessa. Also bei mir brauchst du nicht so viel aufräumen. Ist eigentlich alles in Ordnung. Ich bin nur zurückgekommen, weil ich meine Puppe hier mitnehmen wollte. Die habe ich zurückgelassen. Ich wollte auch nicht lange stören. Also viel Spaß und Erfolg noch beim Aufräumen. Wir sehen uns dann morgen. Emma, was macht sie denn hier? Ich meine, sind die etwa gar nicht im Urlaub? Was hat Nils denn da erzählt? Papa, wir haben ein Problem. Wir haben ein richtig riesiges Problem. Die sind doch nicht im Urlaub. Also, Emma ist auf einmal zurückgekommen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Super Vorbereitung, mein Sohn. Super Vorbereitung. Und jetzt? Na gut, eine Sache noch. Ihr solltet am besten auch unter dem Bett von Mama und Papa sauber machen, weil Papa schmeißt ja immer seinen ganzen Apfelgerübsch und alles runter, den ganzen Müll. Da sieht's furchtbar aus. Ja, aber natürlich. Dafür sind wir doch da. Wir sollten schleunigst verschwinden und all die Sachen hier lassen. Ja, das sollten wir, weil ich denke, Familie Vogel wird gleich sowieso nochmal zurückkommen, weil das ist nicht abgeklärt. Und wenn das Claudia hört, dann gibt's Ärger. Oh, na gut, beeilt euch, bevor sie hochkommen. Okay, Emma, hast du dann auch abgeschlossen und hast du auch jetzt deine Puppe? Abschließen braucht die gar nicht, weil Familie Schnösel ist da und die räumen gerade unser Haus auf, damit alles auf ist, wenn wir wiederkommen. Familie Schnösel räumt bei uns auf? Also das ist ja nett. Claudia, wie hast du die denn dazu gebracht? Gar nicht. Ich meine, was macht Familie Schnösel bei uns? Martin, vielleicht sollten wir doch lieber nochmal nach dem Rechten sehen. Mike, Nils, Tessa, kann ich euch mal bitte fragen, was ihr hier macht? Tante Claudia, Überraschung! Ja, wir wollten euch mal einen Gefallen tun. Ja. Nils, als ob sie dir das wirklich jetzt glaubt. Jetzt mach einfach mit, ist das doch in Ordnung. Kann doch nicht sein. Überraschung! Ja, das war die Idee der Kinder. Ja, und Maren wollte eigentlich mitkommen, aber sie konnte leider doch nicht, weil sie eine Torte für euch machen wollte. Ja, wir möchten jetzt langsam befreundet sein mit euch. Okay, ich meine, ihr hättet doch auch wenigstens Bescheid geben können, einfach mal anrufen, aber nötig ist das eigentlich nicht. Doch, natürlich, das mussten wir machen. Wir hatten so ein schlechtes Gewissen, dass wir hier mal aufräumen wollten, weil ihr jetzt einmal weg seid. Das hatten wir mitbekommen. Ja, ganz genau. Ich meine, wir wollten auch überhaupt nichts mitnehmen. Wir wollten hier nur mal klar Schiff machen, aufräumen. Also so langsam glaube ich ja, dass Familie Schnösel gar nicht mal so verkehrt ist. Sie sind wirklich nett und lieb zu uns. Wir werden uns gut verstehen mit denen. Naja, ich weiß ja nicht. Das kommt mir alles irgendwie ein bisschen komisch vor. Als ob Familie Schnösel einfach hier kommt und bei uns aufräumt. Die hatten doch irgendwas anderes im Sinn. Bestimmt. Naja, gut. Das war's dann auch. Wir haben auch schon fertig aufgeräumt. Wir wünschen euch viel Spaß, wo immer ihr auch seid. Jetzt, wir haben echt total Glück gehabt. Ja. Ich meine, das ging fast daneben. Und wo sollen wir jetzt unsere Sachen herbekommen? Das weiß ich nicht. Oh. Vielleicht schauen wir mal bei diesem Steve.